Hallo, da sind wir wieder. Heute backen wir einen Käsekuchen, aber einen Käsekuchen, der ein bisschen anders aussieht. Das ist Dreidig um Käsekuchen. Okay. Ja, lasst euch mal überraschen. Und jetzt gehen wir auch gleich an unsere Zutaten. So sieht unser Kuchen heute fertig aus. Unsere Zutaten standen schon da, aber als allererstes dann mal gleich den Backofen vorheizen auf 180 Ober-Unterhitze. Wir brauchen für unseren Boden ein Mehl, Zucker, Eier, Butter oder Margarine, einen Vanillezucker und ein Päckchen Backpulver. Und für unsere Füllung brauchen wir einen Quark, einen Magerquark, ein Päckchen Pudding, Eier, Zucker, Zitronensaft und eine weiche Butter. Bevor ich da Hanna meine Maschine anmache, sollen wir noch einen schwäbischen Begriff kann. Heute nehmen wir mal den Dachhas. Am Ende lösen wir auf. Los geht's! Dann die Zutaten in unsere Maschine rein. Schlagen wir Butter und den Zucker auf. Jetzt. Vanillezucker. Unsere Eier. Wir müssen schnell den Rand sauber machen. Dass alles mitnimmt? Ja. Schaumig aufschlagen. Unser Backpulver den wir mit dem Mehl zusammen vermischen. Ich habe schon runtergedreht, weil wenn ich jetzt das Mehl rein tue, dann haben wir Nebel dahin vom Staub. Das war's schon für unseren Teig. Sieht schön cremig aus. Mhm, das ist ein Rührteig. Ich habe meine Form schon vorbereitet. Die müssen wir jetzt bloß gut zu. Machen an unsere Nähte, sonst schlaft uns nachher die Käsekuchenmasse aus. Füllen wir unseren Rührteig ein. Die nehmen wir nachher. Die brauchen wir gar nicht putzen. Mhm. Gerade jede Springform. Aber durch das, dass ich ja Backen ohne Boden mache, muss ich gucken, dass meine Nähte zu sind. So, alles gut verschlossen, die Ränder. Dann geht es an den nächsten Schritt. Jetzt machen wir also Füllung. Unser Teig ist drin, den stellen wir jetzt auf Seite geschwind
und machen unsere Füllung. Wen grüßen wir denn heute? Heute gehen unsere Grüße ins Nachbarland nach Lothringen zum Normen. Von mir auch ein Gruß. Wir füllen unseren Quark ein und machen die Käsesahne, nur Käsekuchenmasse. Schlagen wir nachher alles miteinander auf. Die mache ich jetzt rein, sonst springe ich sie nachher nicht mehr rein. Und unser Päckle-Pudding. Wegen Geschmack und wegen die Stärke, dass ich das nachher schere. Verbindet und einen Zitronensaft. So, jetzt lassen wir das schön verrühren. Ui, Stauge. Ja. Habe ich wieder Platz. Einfach miteinander aufschlagen jetzt. Das war's schon. Das war's schon. Dann füllen wir das ein. So flüssig ist die Masse da, weil viele Käsekuchen ist ja nur Sahne mit denen. Aber trotzdem noch genug, dass sie auslaufen geht. Und was dann nachher passiert, da gucken wir zu. Dreh dich um. Da bin ich auch gespannt. Ja. So. Und jetzt geht unser Käsekuchen für eine Stunde im Backofen und wir gucken natürlich zu. Und wann drehst du ihn um? Ich drehe den nicht um. Das macht der von ganz neu. Ah, jawohl. Bin ich gespannt. Also, bis nachher. Ja. Fertig ist unser Dreh-dich-um-Kuchen. Dreh-dich-um-Kuchen, weil beim Backen kommt die Rührkuchenmasse nach oben, weil da die Quarkmasse, die sinkt nach unten. Passiert von ganz allein. Ganz hat er jetzt so mit da, unser Zauberkuchen. Wenn er auskühlt ist, dann man noch mit Puderzucker bestreuen und dann haben wir es auch schon geschafft. Super. Jetzt hat er mir aber noch unseren Begriff auflösen, wo man halt geht hat. Oh ja, heute haben wir Dachhas geht. Der Dachhas. Der Dachhas, das sind die, die auf dem Dach oben umeinander streinen. Die Katze. Also ist der Dachhas ein Kätzle oder eine Katz. Ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.